Ja, also für uns war es immer besonders wichtig, dass wir möglichst vielen Tierhaltern die Möglichkeit geben können, sich pietätvoll von ihren Haustieren zu verabschieden. Das zweite Krematorium neben unserem Stammsitz in Bad Bergen haben wir dann 2012 in der Prignitz eröffnet. Damit ging natürlich ein Herzenswunsch von uns allen in Erfüllung. Da habe ich dann auch das erste Mal so ein Krematorium betreten. Ich war wirklich von den Socken, kann man sagen, was da so möglich ist im Rahmen der Tierbestattung. Also ich war wirklich erstaunt und habe mich dann einfach überzeugen lassen. Ich war so überwältigt von dem Umgang, dem pietätvollen Umgang mit den verstorbenen Haustieren. Und die Dankbarkeit der Tierhalter ist schon was Besonderes. In unserem Familienunternehmen sind Pietät und Sorgfalt von größter Bedeutung und dass alle stets ihr Bestes geben. Und da wird Zusammenarbeit eben großgeschrieben. Unsere Grundwerte sind Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Liebe zum Detail und die Gemeinschaft der Tierhalter, die stehen bei uns im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir arbeiten mit Herz und Verstand und wir wissen, wie wichtig wir für unsere trauernden Tierhalter sind. Mit unseren 7 Krematorien und vielen Niederlassungen können wir an 365 Tagen im Jahr für die Tierhalter da sein, die uns brauchen. Und das mit größter Sorgfalt und Qualität. Das war und wird immer unser Anspruch sein.